Ja, ich glaube, man hat schon vor dem Spiel gemerkt, dass beim Warmmachen, dass die Fans uns schon brutal gut unterstützt haben. Da hat man, glaube ich, gemerkt, dass es für sie auch was Besonderes ist, dass wir auf sie zählen können. Und es war einfach ein super Gefühl, heute mit den Fans im Rücken das Spiel zu bestreiten. Die Leistung von der gesamten Mannschaft war unfassbar. Jeder hat wirklich gesagt, gebrannt. Alle wollten Gas geben, haben Gas gegeben. Und dann kommt so ein Resultat zustande. Wir wollten natürlich brutal mit viel Druck rauskommen, gleich von Anfang an. Und dass wir natürlich dann uns direkt mit dem Tor belohnen, war natürlich super. Ich glaube, man hat gemerkt, dass jeder in der Mannschaft das Spiel unbedingt gewinnen wollte. Und natürlich bei mir auch. Und dass du dich dann in so einen Kopfball noch reinwirfst und auch noch triffst, ist natürlich umso schöner, dass ich der Mannschaft dann auch vor der Halbzeit noch helfen konnte. Dieser Stein, der vom Herzen fiel, das war dann eher so, dass die Mannschaft sich halt früh belohnen konnte, auch durch die zwei Tore, und das auch Sicherheit gegeben hat. Ja, dann sind wir in die Halbzeit gegangen und ja, dann war aber noch nichts gewonnen. Und dann haben wir es in der zweiten Halbzeit, haben wir genau das versucht fortzusetzen. Das ist uns auch gelungen. Dann haben wir das Ding 3-0 gewonnen. Nico hat mich da stehen sehen auf der Linie und dann hat er gegen Pfosten geköpft. Dann stand ich goldrichtig und mussten den nur noch über die Linie schieben. Das waren die berühmten paar Zentimeter, die der Ball dann zu weit rechts an den Pfosten ging, aber Robin hat super aufgepasst, hat den Ball fast noch von der Linie gestokelt, aber er hat ihn dann artistisch reingemacht. Ja, dafür mache ich immer Yoga, damit ich den dann auch mal reineiern kann. Riesenstimmung. Wir haben genau das versucht zu provozieren. Wir wollten rausgehen, wollten Gas geben auf dem Feld, wollten die Fans einfach mitnehmen. Das ist uns Gott sei Dank gelungen. Und ja, was dabei rauskommen kann, wenn die Fans und wir brennen und on fire sind, hat man dann gesehen. Ich glaube, nur so geht es. Und wenn wir die Leistung abrufen, wie wir es heute gemacht haben, dann sind wir sehr, sehr schwer zu schlagen. Und ja, dann hält uns eigentlich keiner mehr auf.